Mein Vater besaß ein kleines Landgut in Nottinghamshire. Ich war der dritte von fünf Söhnen. Er sandte mich ans Emmanuel College in Cambridge, als ich kaum das 14. Lebensjahr erreicht hatte, wo ich 3 Jahre lang lebte und fleißig studierte. Jedoch war es nicht möglich, mich weiter zu unterstützen, obwohl ich schon bescheiden war, und so wurde ich bei Herrn James Bates in die Lehre gegeben. Einem der tüchtigsten Wundärzte Londons, wo ich auch 3 Jahre blieb. Mein Vater sandte mir ab und zu kleine Geldbeträge, die ich dafür aufwandte, um über die Schifffahrt und die Mathematik zu lernen, beides wichtig für diejenigen, die vorhaben zu reisen. Weil mir eine innere Ahnung sagte, dass mich mein Schicksal früher oder später für große Reisen bestimmen würde. Als ich Herrn Bates verließ, ging ich zu meinem Vater, wo ich von ihm und meinem Onkel John bereitwillig mit einer kleinen, aber genügenden Geldsumme unterstützt wurde, nach Leiden zu gehen. Hier studierte ich 2 Jahre und 7 Monate lang Physik, wohl wissend, dass es nützlich für lange Reisen sein würde. Kaum war ich von Leiden zurückgekehrt, als ich durch Vermittlung meines ehemaligen guten Lehrers Herr Bates die Stelle eines Wundarztes auf der Schwalbe erhielt, deren Kapitän Abraham Pennell war. Ich blieb 3,5 Jahre bei ihm und unternahm 1 oder 2 Reisen zum Morgenland und andere Gebiete. Als ich zurückkam, ließ ich mich in London nieder, wozu mich Herr Bates, mein Meister, ermutigte und ich wurde von ihm bei mehreren Patienten empfohlen. Ich nahm ein kleines Haus in Old Cherry ein. Und da mir empfohlen wurde, meine Lage zu ändern, heiratete ich Frau Mary Burton, die zweite Tochter von Herrn Edmund Burton, welcher in der Newgate-Straße Strumpfwarenhändler war, und ich bekam einen Anteil von 400 Pfund. Aber mein guter Meister Bates starb 2 Jahre später und ich hatte nur wenige Freunde, so begann mein Vorhaben zu scheitern. Mein Gewissen litt nicht darunter, die schlechten Methoden vieler meiner Kollegen zu imitieren. Darum beschloss ich zusammen mit meiner Frau und einigen meiner Bekannten, wieder in See zu stechen. Ich fand bald wieder eine Anstellung als Wundarzt auf 2 Schiffen und machte 6 Jahre lang Reisen nach verschiedenen Gegenden Ost- und Westindiens, wodurch ich mein Einkommen vermehrte. In meiner Freizeit las ich Bücher der besten Autoren, altertümlich und modern, die immer zur Verfügung standen. Und wenn ich von Schiff ging, so beobachtete ich die Sitten und Geistesarten der Leute und lernte deren Sprache. Damit war ich sehr gut, da ich ein starkes Gedächtnis hatte. Die letzte dieser Reisen verlief jedoch nicht sehr glücklich. Und so wurde ich der See müde und versuchte zu Hause bei meiner Frau und Familie zu bleiben. Ich ging von Old Cherry nach Fetter Lane und von dort nach Wapping, in der Hoffnung, eine gute Praxis unter den Seglern aufzubauen. Aber es bewahrheitete sich nicht. Nach einer 3-jährigen Erwartung, dass die Dinge sich bessern würden, akzeptierte ich ein abenteuerliches Angebot von Kapitän William Pritchard, Befehlshaber der Antilope, welcher eine Reise zur Südsee unternahm. Am 4. Mai 1699 legten wir von Bristol ab und unsere Reise war anfangs sehr glücklich. Es wäre aus bestimmten Gründen nicht richtig, den Leser mit den Besonderheiten unserer Abenteuer in diesen Gewässern zu beunruhigen. Es reicht aus, ihn zu informieren, dass wir bei unserer Überfahrt von dort zu den Ostindies von einem gewaltsamen Sturm an die nordwestliche Seite von Van Diemen's Land getrieben wurden. Wir befanden uns etwa 2 Minuten südlich des 30. Breitengrades. 12 unserer Mannschaft kamen zu Tode durch übermäßige Arbeit und schlechtem Essen. Der Rest befand sich in einer schwachen Kondition. Am 5. November, der Anfang des Sommers in diesen Gebieten, an einem trüben Tag erspähten die Seeleute einen Felsen, der sich eine halbe Kabellänge vom Schiff entfernt befand. Der Wind war jedoch so stark, dass wir direkt dagegen geschleudert wurden und sogleich zersplitterte alles. 6 der Mannschaft, von denen ich einer war, haben das Boot in das Meer heruntergelassen, um vom Schiff und dem Felsen herunterzukommen. Wir ruderten nach meiner Berechnung um die 3 Meilen, bis wir nicht mehr in der Lage waren, weiter zu rudern, da wir bereits vorher auf dem Schiff mit viel Arbeit beschäftigt waren. Darum vertrauten wir uns der Gnade der Wellen an
und in ungefähr einer halben Stunde war das Boot durch eine plötzliche Windböe aus nördlicher Richtung gekentert. Was aus meinen Kollegen im Boot, jenen, die sich auf den Felsen retteten, oder jene, die noch im Schiff waren, wurde, kann ich nicht sagen. Aber ich komme zu dem Schluss, dass wir alle verloren gingen. Was mich betrifft, ich schwamm, wohin mich das Schicksal führte, und wurde durch Wind und Strömung vorwärts getrieben. Ich ließ oft meine Beine herunter, konnte aber keinen Boden fühlen. Aber als ich schon fast am Ende war und nicht mehr in der Lage, weiter zu kämpfen, da spürte ich Boden unter den Füßen. Und zu jenem Zeitpunkt war der Sturm schon fast abgeklungen. Das Gefälle war so klein, dass ich fast eine Meile lief, bevor ich ans Ufer kam. Ich mutmaße, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits circa 8 Uhr abends war. Dann lief ich fast eine halbe Meile weiter geradeaus, konnte aber keine Anzeichen von Häusern oder Einwohnern erkennen. Zum Schluss war ich in solch einer schwachen Kondition, dass ich diese nicht wahrnahm. Ich war so müde und durch das heiße Wetter sowie circa einem halben Pint Brandy, den ich noch trank, als ich das Schiff verließ, hatte ich große Lust, mich schlafen zu legen. Ich legte mich auf das Gras nieder, welches auffallend weich und kurz war und wo ich circa 9 Stunden lang besser schlief als jemals zuvor in meinem Leben. Als ich aufwachte, war es bereits heller Tag. Ich versuchte mich zu erheben, konnte mich aber nicht rühren. Auf dem Rücken liegend bemerkte ich, wie meine Arme und Beine straff auf beiden Seiten am Boden befestigt waren. Und mein Haar, welches lang und dicht war, war auf die gleiche Weise festgebunden. Ebenso fühlte ich mehrere dünne Fäden über meinen Körper verteilt, von meinen Achseln bis zu meinen Oberschenkeln. Ich konnte nur nach oben sehen. Die Sonne wurde immer heißer und das Licht störte in meinen Augen. Ich hörte ein wirres Geräusch über mir. Aber in der Pose, in der ich lag, konnte ich außer dem Himmel nichts sehen. Nach einer kurzen Weile spürte ich etwas Lebendiges auf meinem linken Bein krabbeln, was sich behutsam vorwärts bewegte, über meine Brust fast bis hin zu meinem Kinn. Als ich meinen Blick so weit ich konnte nach unten richtete, nahm ich es als eine menschliche Kreatur wahr, nicht größer als 6 Zoll, mit Pfeil und Bogen in der Hand und einem Köcher auf dem Rücken. Währenddessen spürte ich mindestens weitere 40 derselben Art, wie ich vermutete, dem ersten folgen. In meiner äußersten Verwunderung brüllte ich so laut, dass sie allesamt vor Schreck zurückrannten. Und einige von ihnen, wie man mir im Nachhinein erzählte, verletzten sich bei den Stürzen, als sie von meinen Seiten herunter auf den Boden sprangen. Sie kamen jedoch bald zurück, und einer von ihnen wagte sich so weit nach vorn, dass er einen vollständigen Blick auf mein Gesicht werfen konnte. Dabei erhob er seine Hände und riss seine Augen vor Bewunderung auf und schrie in einer schrillen, aber deutlichen Stimme: „Hekina, Degul!" Die anderen wiederholten diese Worte mehrere Male, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was sie bedeuteten. Während der gesamten Zeit lag ich dort, wie der Leser sich vorstellen kann, mit großem Unbehagen. In meinem Kampf, mich zu befreien, schaffte ich es glücklicherweise endlich, die Fäden zu zerreißen und die Haken, die meinen linken Arm am Boden befestigten, herauszuziehen. Indem ich ihn vor mein Gesicht hielt, fand ich heraus, mit welchen Methoden sie mich festgebunden hatten. Mit einem gewaltigen Ruck, der mir stärkste Schmerzen bereitete, löste ich gleichzeitig ein wenig die Fäden, die mein Haar auf der linken Seite festbanden, so dass ich meinen Kopf gerade so um 2 Zoll zur Seite drehen konnte. Aber die Wesen rannten ein zweites Mal davon, noch bevor ich sie ergreifen konnte, woraufhin es einen lauten Schrei in einem schrillen Akzent gab. Als dieser endete, hörte ich einen von ihnen laut rufen: „Dolgo, Fonak!" Im Handumdrehen spürte ich, wie über 100 Pfeile auf meine linke Hand abgefeuert wurden, was mich wie Nadelstiche piekste. Außerdem schossen sie eine weitere Salve in die Luft, wie wir es mit Kanonenkugeln in Europa praktizieren, von denen viele, nehme ich an, auf meinen Körper fielen, obwohl ich sie nicht spürte,
und einige auf mein Gesicht, das ich sofort mit meiner linken Hand schützte. Als der Pfeilhagel vorüber war, fiel ich in ein mit Kummer und Schmerz gefülltes Geächze. Als ich erneut versuchte, mich zu befreien, entluden sie eine weitere Salve, noch größer als die erste, und einige von ihnen versuchten, mir mit ihren Speeren in die Seiten zu stechen. Aber glücklicherweise trug ich ein Lederwams, welches sie nicht durchbohren konnten. Ich hielt es für die klügste Methode, still liegen zu bleiben, und mein Plan war es, dies auch bis in die Nacht zu tun. Mit meiner bereits gelösten linken Hand würde ich mich leicht befreien können. Und was die Bewohner anging, hatte ich guten Grund zur Annahme, dass ich es sogar mit deren größten Armee, die sie gegen mich aufbrachten, aufnehmen könnte, wenn sie alle die gleiche Größe haben wie die, die ich gesehen habe. Aber mein Glück hatte anderes mit mir vor. Als die Leute bemerkten, dass ich ruhig war, schossen sie keine Pfeile mehr ab. Aber anhand der Geräusche, die ich hörte, wusste ich, dass sie ihre Anzahl vergrößert hatten. Ungefähr 4 Yards von mir entfernt, bei meinem rechten Ohr, hörte ich für über eine Stunde ein Klopfen, als wenn Leute bei der Arbeit wären. Als ich meinen Kopf in die Richtung drehte, soweit es die Haken und Fäden zuließen, sah ich eine Bühne aufgebaut, etwa 1,5 Fuß über dem Boden, die bis zu 4 der Bewohner fassen konnte, ausgestattet mit 2 oder 3 Leitern, um sie zu besteigen. Von hier aus hielt einer von ihnen, erschien mir eine gebildete Person zu sein, eine lange Rede für mich, von der ich nicht eine Silbe verstand. Aber ich hätte erwähnen sollen, dass noch, bevor die Hauptperson ihre Rede begann, er 3-mal »Langro de Hulsan« ausrief. Diese Worte und andere vorangegangene wurden später wiederholt und mir erklärt. Daraufhin sofort ungefähr 50 der Einwohner zu mir kamen und die Fäden losschnitten, die die linke Seite meines Kopfes befestigten, was mir die Freiheit gab, meinen Kopf nach rechts zu drehen und die Person, die die Rede hielt und dessen Gesten zu beobachten. Er schien mittleren Alters zu sein und größer als die anderen 3, die ihn begleiteten, von denen einer ein Page war, der dessen Schleppe hochhielt und etwas größer als mein Mittelfinger wirkte. Die anderen beiden standen jeweils auf einer Seite, um ihn zu unterstützen. Er spielte jeden Part eines Redners und ich konnte viele Abschnitte mit Drohungen beobachten, aber auch andere mit Versprechungen, Mitleid und Güte. Ich antwortete mit wenigen Worten, aber in einer unterwürfigen Art und Weise, indem ich meine linke Hand erhob und beide Augen auf die Sonne richtete, als ob ich sie als Zeugen dazu bat. Ich war so sehr ausgehungert, zumal ich bereits einige Stunden vor Verlassen des Schiffs keinen Bissen mehr zu mir genommen hatte, dass ich die natürlichen Bedürfnisse so stark verspürte, dass ich das offene Zeigen meiner Ungeduld, vielleicht ein Verstoß gegen die strengen Regeln des Anstandes, nicht unterdrücken konnte und wiederholt meinen Finger zu meinem Mund führte, um anzudeuten, dass ich etwas zu essen wollte. Der Hogo, so nennen sie einen großen Gebieter, wie ich später lernte, verstand mich sehr gut. Er stieg von der Bühne herunter und befahl, mehrere Leitern an meinen Seiten aufzustellen, über die mehr als 100 Einwohner hinaufstiegen und in Richtung meines Mundes marschierten. Sie trugen Körbe voller Fleisch, welche auf Anweisungen des Königs bereitgestellt und geliefert wurden, als ihn die erste Nachricht über mich erreichte. Ich nahm das Fleisch von mehreren Tieren wahr, konnte sie aber nicht anhand des Geschmacks erkennen. Es gab Schultern, Schenkel, Lenden, geformt wie die eines Hammels und sehr gut zubereitet, aber kleiner als die Flügel einer Lerche. Ich aß davon immer 2 oder 3 am Stück und nahm jeweils 3 Laibe, ungefähr der Größe von Musketenkugeln. Sie versorgten mich so schnell sie konnten und zeigten 1000-mal ihr Erstaunen und ihre Verwunderung über meine Größe und meinen Appetit. Dann gab ich ein anderes Zeichen, dass ich etwas zu trinken wollte. Wie sie anhand meiner Essgewohnheiten feststellten, würde mir eine kleine Menge nicht ausreichen. Als ein so erfindungsreiches Volk, wie sie es waren, zogen sie mit großer Geschicklichkeit eines ihrer größten Fässer hinauf und rollten dieses dann zu meiner Hand
und schlugen den Deckel heraus. Ich trank es in einem Zug leer, was nicht schwer war, zumal es nicht mal eine halbe Pinte beinhaltete und nach einem kleinen Burgunderwein schmeckte, aber viel köstlicher. Sie brachten mir ein zweites Fass, das ich auf dieselbe Weise leerte und Zeichen für mehr gab. Aber sie hatten nichts mehr für mich. Als ich diese Wunder vollbrachte, schrien sie vor Freude und tanzten auf meiner Brust, während sie mehrere Male Hekina de Ghul ausriefen, wie am Anfang. Sie gaben mir ein Zeichen, dass ich die zwei Fässer herunterwerfen sollte, warnten aber zunächst die Leute unten, aus dem Weg zu gehen, indem sie Borach Mevola riefen. Und als sie die Fässer in der Luft sahen, gab es einen allgemeinen Hekina de Ghul-Ausruf. Ich muss zugeben, dass ich oft in Versuchung war, während sie auf meinem Körper auf- und abschritten, die ersten 40 oder 50 in meiner Reichweite zu ergreifen und auf den Boden zu schleudern. Aber die Erinnerung daran, was ich gefühlt hatte und dass dies wahrscheinlich nicht das Schlimmste war, was sie mir antun konnten, ebenso wie das Ehrenversprechen, das ich ihnen gab, zumindest interpretierte ich so mein unterwürfiges Verhalten, ließen diese Gedanken bald verschwinden. Außerdem fühlte ich mich durch die Gesetze der Gastfreundschaft an sie gebunden, an ein Volk, das mich mit so viel Aufwand und Großartigkeit behandelte. Ich konnte jedoch nicht aufhören, mir über die Furchtlosigkeit dieser winzigen Sterblichen Gedanken zu machen, die das Risiko einging, auf mich zu klettern und auf meinen Körper umherzugehen, während eine meiner Hände losgebunden war, ohne beim Anblick einer so ungeheuren Kreatur, wie ich auf sie wirken musste, bange zu werden. Nach einiger Zeit, als sie bemerkten, dass ich keine weiteren Forderungen nach Fleisch machte, erschien eine hochrangige Person von Seiten seiner kaiserlichen Majestät. Seine Exzellenz hatte das Knie meines rechten Beines bestiegen und marschierte bis zu meinem Gesicht, begleitet von einem Dutzend seines Gefolges, und präsentierte mir sein Kreditiv mit dem königlichen Siegel, welche er mir dicht vor die Augen hielt, und sprach 10 Minuten, ohne an ein Zeichen von Ärger, aber mit einem Ausdruck der Entschlossenheit, des Öfteren in eine Richtung deutend, wo, wie ich später herausfand, die Hauptstadt in der Entfernung einer halben Meile lag, wo in einer Ratsversammlung seiner Majestät beschlossen wurde, mich dorthin transportieren zu lassen. Ich antwortete in wenigen vergeblichen Worten und machte ein Zeichen mit meiner freien Hand, indem ich sie auf die andere legte, aber über den Kopf seiner Exzellenz, aus Angst, ihn oder sein Gefolge zu verletzen, und danach zu meinem eigenen Kopf und Körper, um meinen Wunsch nach Freiheit zu verdeutlichen. Wie es schien, hatte er mich gut verstanden, denn er schüttelte missbilligend sein Haupt und hielt seine Hand auf eine Weise, mit der er zu verstehen gab, dass ich als Gefangener fortgeführt werden müsste. Allerdings machte er auch andere Zeichen, um mir zu verstehen zu geben, dass ich genug Fleisch, Getränke und eine sehr gute Behandlung erhalten sollte. Woraufhin ich noch einmal versuchte, meine Fesseln zu zerreißen. Aber erneut, als ich die Spitzen ihrer Pfeile in meinem Gesicht und meinen Händen spürte, die bereits mit Blasen bedeckt waren und immer noch viele Pfeile in ihnen steckten, und beobachtete, wie sich die Zahl meiner Feinde vermehrte, gab ich ihnen ein Zeichen, dass sie mit mir machen konnten, was sie wollten. Daraufhin zog sich der Hurgo mit seinem Gefolge mit viel Höflichkeit und einem fröhlichen Gesichtsausdruck zurück. Bald darauf vernahm ich einen allgemeinen Schrei, bei dem die Wörter Peplom Selan häufig wiederholt wurden. Und ich spürte, wie eine große Menge von Leuten die Stricke an meiner linken Seite bis zu einem gewissen Grad lockerten, so dass ich in der Lage war, mich auf die rechte Seite zu drehen
und meine Blase zu erleichtern. Was ich sehr reichlich tat, zum großen Erstaunen der Leute, die aus meinen Bewegungen auf mein Vorhaben schlossen, unverzüglich nach rechts und links eine Gasse öffneten, um dem Strom auszuweichen, der mit lautem Getöse und Heftigkeit aus mir herausbrach. Zuvor jedoch hatten sie mir mein Gesicht und meine beiden Hände mit einer angenehm duftenden Salbe eingerieben, welche in wenigen Minuten den durch die Pfeile verursachten Schmerz entfernte. Dieser Umstand sowie die Erfrischungen, die ich durch deren Speisen und Getränke erhalten hatte, welche sehr nahrhaft gewesen waren, ließen mich einschlafen. Ich schlief 8 Stunden, wie man mir später versicherte. Und dies war kein Wunder, denn die Ärzte hatten auf Befehl des Kaisers einen Schlaftrunk in die großen Fässer Wein gemischt. Es scheint, dass seit dem ersten Moment, als ich auf dem Boden schlafend entdeckt wurde, nach meiner Strandung, der Kaiser durch einen Kurier benachrichtigt worden war und im Regierungsrat beschlossen hatte, man solle mich in der von mir berichteten Weise fesseln. Was in der Nacht gemacht wurde, während ich schlief, dass mir ausreichend Fleisch und Getränke zugesandt und dass eine Maschine vorbereitet werden sollte, um mich in die Hauptstadt zu bringen. Dieser Entschluss konnte vielleicht kühn und gefährlich erscheinen. Auch bin ich überzeugt, dass ein europäischer Fürst in einer solchen Gelegenheit diesen nicht nachahmen würde. Meiner Meinung nach war es jedoch sehr umsichtig und großzügig. Denn angenommen, diese Leute hätten sich bemüht, mich mit ihren Speeren und Pfeilen zu töten, während ich schlief. So wäre mein erstes Gefühl beim Erwachen sicherlich ein heftiger Schmerz gewesen, wodurch meine Wut und meine Stärke entfesselt worden wären und mir ermöglicht hätten, die Seile, mit denen ich gefesselt war, zu sprengen. In diesem Fall hätten sie mir keinen Widerstand leisten können und auch keine Gnade erwarten dürfen. Diese Leute sind ausgezeichnete Mathematiker und haben es zu einer hohen Perfektion in Mechanik gebracht, weil der Kaiser, der als renommierter Förderer des Lernens gilt, jene Bestrebungen unterstützt und ermutigt. Dieser Fürst besitzt mehrere auf Rädern ruhenden Maschinen, die zum Transport von Bäumen und anderen schweren Gewichten dienen. Er lässt oft seine größten Kriegsschiffe, wovon einige 9 Fuß lang sind, an Ort und Stelle, wo das Bauholz wächst, vorfertigen, um diese dann 300 bis 400 Yards auf den Maschinen zur See zu transportieren. 500 Zimmerleute und Ingenieure wurden unverzüglich damit beauftragt, die größte Maschine vorzubereiten, die sie hatten. Es war ein Holzrahmen, der sich 3 Zoll über dem Boden befand, ungefähr 7 Fuß lang war, 4 breit und sich auf 22 Rädern bewegte. Den Freudenruf, den ich vernahm, bezog sich auf die Ankunft der Maschine, die, wie es schien, schon 4 Stunden nach meiner Strandung in Bewegung gesetzt wurde. Sie wurde parallel zu meiner Lage gebracht. Aber die Hauptschwierigkeit bestand darin, mich auf dieses Fahrzeug zu heben und zu platzieren. Zu diesem Zweck wurden 80 Pfähle, die jeweils 1 Fuß hoch waren, errichtet und sehr starke Stricke mit der Stärke eines Bindfadens wurden mit Haken an vielen Bandagen befestigt, die die Arbeiter um meinen Hals, meine Hände, meinen Körper und meine Beine schlangen. 900 der stärksten Männer waren angestellt, um diese Stricke durch viele an den Pfählen befestigten Seilrollen aufzuziehen. Somit wurde ich in weniger als 3 Stunden emporgehoben, in die Maschine geworfen und dort festgebunden. All dies ist mir später erzählt worden, denn während der Operation lag ich, wegen des Schlaftrunkes in meinem Wein, in einem tiefen Schlaf. 1500 der größten Pferde des Kaisers, jedes ungefähr 4,5 Zoll hoch, wurden eingespannt, um mich zur Metropole zu ziehen,
die, wie gesagt, eine halbe Meile entfernt war. Ungefähr 4 Stunden, nachdem wir unsere Reise begonnen hatten, erwachte ich durch einen sehr lächerlichen Unfall. Da das Fuhrwerk für eine Weile angehalten wurde, um etwas zu korrigieren, das nicht in Ordnung war, besaßen 2 oder 3 junge Eingeborene die Neugier, mich schlafen zu sehen. Sie kletterten die Maschine hoch und schlichen sich auf Zehenspitzen bis zu meinem Gesicht. Einer von ihnen, ein junger Gardeoffizier, steckte das scharfe Ende seiner halben Pike ein gutes Stück in mein linkes Nasenloch, welche mich wie ein Strohhalm in der Nase kitzelte und mich heftig niesen ließ. Dann schlichen sie sich unbemerkt davon, und erst nach 3 Wochen erfuhr ich die Ursache meines plötzlichen Erwachens. Wir marschierten den Rest des Tages fort und ruhten in der Nacht mit 500 Wachen auf jeder Seite von mir, halb mit Fackeln und halb mit Bogen und Pfeilen, bereit mich zu erschießen, wenn ich mich rühren sollte. Am nächsten Morgen setzten wir unseren Marsch bei Sonnenaufgang fort und waren gegen Mittag nur noch ungefähr 200 Yards von den Stadttoren entfernt. Der Kaiser kam uns mit seinem ganzen Hofe entgegen, um uns zu treffen. Aber seine Großoffiziere wollten unter keinen Umständen das Leben ihrer Majestät beim Besteigen meines Körpers riskieren. An der Stelle, wo der Wagen hielt, stand ein alter Tempel, der als der größte im ganzen Königreich galt. Dieser war einige Jahre zuvor durch einen unnatürlichen Mord befleckt worden, weshalb das Volk ihn für entweiht hielt und ihn zum gewöhnlichen Gebrauch bestimmt hatte und woraufhin alle Ornamente und Möbel weggetragen worden waren. Dieses Gebäude wurde mir als Wohnung angewiesen. Das große Tor nach Norden war ungefähr 4 Fuß hoch und fast 2 Fuß breit, durch die ich bequem hindurchkriechen konnte. Auf jeder Seite des Tores befand sich ein kleines Fenster, nicht mehr als 6 Zoll vom Boden entfernt. Auf dem, welches sich links befand, spannte der Hochschmied des Königs 91 Ketten, die denen glichen, an welchen die Uhren europäischer Damen hängen und die ebenso deren Größe aufwiesen. Diese wurden mir mit 36 Schlössern an meinem linken Bein befestigt. Gegenüber diesem Tempel, auf der anderen Seite der großen Straße, in 20 Fuß Entfernung, befand sich ein Turm, der mindestens 5 Fuß hoch war. Diesen bestieg der Kaiser mit vielen seiner wichtigsten Fürsten seines Hofes, um mich, wie mir gesagt wurde, zu sehen, denn ich konnte sie selbst nicht sehen. Es wurden mehr als 100.000 Einwohner geschätzt, die aus der Stadt aus demselben Grund kamen. Und trotz meiner Wachen glaube ich, dass es nicht weniger als 10.000 waren, die meinen Körper mit Leitern bestiegen. Bald aber erschien eine Proklamation, die dies bei Todesstrafe verbot.